Was haben wir hier? Stall der Sümpfe, ja. Ist also der falsche. Aber gut. So soll es sein. Schnell mal eben hier in den Schrein rein. Ah. Vorwärtsdrang. Sollte ich jetzt für den Schrein nochmal so lange brauchen wie für den einen vorhin? Ich schaue vielleicht nochmal eine halbe Stunde rein. So, was haben wir denn da? Okay. Frage, kann er da über die Lava da fahren, oder? Achso, der dreht das dann quasi mit. Okay, okay, okay. Kommt der da vorne wieder hoch? Ja, ja. Ah, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, aber ich würde sagen, wir klettern mal wieder hoch und sonst fliegen wir mal rüber eben, ne? So, halten es mal an. Was haben wir jetzt da? Weil ich kann mir doch vorstellen, die große Kugel muss doch sicherlich da hoch, ne? Muss sie nicht? Ah, hier. Es geht weiter da. Ach, du Schande. Oh, dann nach vorne muss sie dann hin. Okay. Da standen. So, was ist denn? Wir müssen es mal eben testen. Einmal drehen. So, und dann hier dran. Ah, das war kein Kontakt, ne? Das ist schlecht. Ach so. Ah ja, klar. So geht's ja so sowieso nicht. Dann machen wir es nochmal ab. Das muss ja schon so dann auch da dran. Keine Ahnung. Okay, also ein bisschen bewegt er sich nach vorne, ne? Schieben das Ding da jetzt. Ob der hält oder fällt er wieder zurück? Der hält auf jeden Fall. Ja, okay. So können wir zumindest schon mal weiterarbeiten. Auch das wird nicht die Ideallösung sein. Aber gut. Machen es einfach so. Na, ja, herzlichen Glückwunsch. Ah. So, wir sind noch lange nicht fertig, ne? Noch lange. Mhm. So, was würde jetzt dagegen sprechen? Zu wenig Power.
Vielleicht. So, lass mich raten, auch jetzt bewegen wir uns keinen einzigen Millimeter. Sehr gut. Hätte es gedacht. Was ist eigentlich da oben? Moment mal. Ah, da unten ist eine Truhe. Okay, müssen wir gleich auch mal schauen. Auch hier, genau wie eben. Keine Ahnung, ob das die Ideallösung ist. Fakt ist, es ist eine Lösung. Ja? So, jetzt müssen wir mal schauen, hier ist irgendwo eine Truhe da unten. Kommen wir da noch dran? Oder habe ich mir das jetzt hier alles schön verbaut? Gerade so. Gerade so kommen wir da noch dran. Was schmeißen wir weg? Als ich vorhin eingangs meinte, dass ich am besten noch mal eine halbe Stunde später reinschaut, ja. War das kein Witz, ne? Ihr habt es ja jetzt gesehen. Aber ich sage ja, der erste Part, der war schon maximal hakelig. Also, so wie ich es gemacht habe, war es wahrscheinlich nicht, ja, gewollt, aber viele Wege führen ja nach Rom, bekanntermaßen. Wasserfrucht. So, wir machen natürlich jetzt weiter. Wir sprechen mal mit den Leuten hier am Stall. Und schauen mal, was sie uns vielleicht noch irgendwie, ja, mitteilen möchten. Vorne ist ja schon unser Kollege, ne? Den haben wir ja schon gesehen. So. Ich sollte zuerst essen. Ja, Essen ist immer eine feine Sache. Was ist denn? Ich bin schon so gut wie unterwegs nach Kakariko, um die Kanzo-Ruinen zu untersuchen. Kakariko. Wenn du nach Kakariko willst, halte nach den ringförmigen Sona-Ruinen Ausschau und marschiere dann in ihre Richtung. Okay. Das sind die Kranzruinen und sie stehen momentan im Fokus unserer Forschungsgruppe und der Öffentlichkeit. Alles klar. Aber sei gewarnt, die Ruinen sind ein wahrer Touristenmagnet geworden. Okay. So, damit wären wir erstmal hier durch. Jetzt sprechen wir, wie gesagt, mit unserem Kollegen. Tag, Kollege. Gut geschlafen? Nein, brauchst nicht zu antworten. Das war eine rhetorische Frage. Wichtiger noch, meinen kleinen Vögelchen haben mir etwas gezwitschert. Laut einem Isra, der sich hier um das Floß kümmert, hat sich Prinzessin Zelda eines Abends Gartengeräte ausgeliehen. Doch sie hat sie niemals zurückgegeben. Frechheit. Das ist keine weltbewegende Sache, aber wozu sollte Prinzessin Zelda überhaupt Gartengeräte brauchen? Könnte es etwas damit zu tun haben, dass ausschließlich echte Waffen durch den Kataklysmus zerfressen wurden? Nein, halt. Wir sollten zuerst Informationen sammeln, nicht wilde Vermutungen anstellen. Lass uns herausfinden, was es mit dieser Sache auf sich hat, Kollege. Okay. Ob wir hier sicher sind? Ah, ein Gast. Es wird zwar langsam hell, aber trotzdem solltest du den Wald da hinten meiden. Ein stark aussehendes Monster, das sich seit neuestem in der Gegend herumtreibt, hat sich hier mit seiner Bande eingenistet. Das ist ein ganz, ganz übles Ungeheuer. Sieh dir das nur an. Ich habe so hart gearbeitet, um einen Brunnen zu bauen. Jetzt können wir ihn nicht benutzen wegen der Monster. Ehrlich gesagt ist das mit dem Brunnen nicht mal das Schlimmste. Ich habe einfach einen neuen gebaut. Aber jetzt habe ich so viel Angst, dass die Monster eines Nachts den Stall eingreifen, dass ich nicht mehr schlafen kann.
Wenn ich sie von hinten angreifen würde, ohne dass sie mich sehen, könnte ich sie vertreiben, aber das schaffe ich nicht. Wenn nur jemand wenigstens das größte Monster verjagen könnte. Aha. Deshalb jedenfalls solltest du es vermeiden, in den Wald dahin zu gehen. Das ist genau das, was wir jetzt machen werden. Jetzt will ich mal eben kurz schauen. Gibt es vielleicht eine Verbindung von Brunnen zu Brunnen? Natürlich gibt es die. Habe ich keines der Tiere bekommen. Sehr gut. Habe ich natürlich jetzt keinen blassen Schimmer, was jetzt gleich da oben ist, aber wenn ja erstmal hoch, dann schauen wir einfach mal, ob es vielleicht ein geeigneter Punkt ist zum wieder rauskommen. Er spricht doch wahrscheinlich von dem Monster da, oder? Na, mal gucken, wie lange sie brauchen, bis sie uns finden. Da haben sie uns gesehen? Nein! Genau, nimm die Route. Nein. Ach komm, das ist doch ein Scherz. Dass wir die Fee noch hatten. Ah, sehr gut, Tulin. So, das ist noch ein Bumerang. Einen haben wir noch da oben, ne? Tja, damit hätten wir das auch geschafft. Gerade so nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Du warst es, oder? Du hast das große Monster platt gemacht. Ich wusste es doch. Ich habe durch die Bäume gesehen, wie jemand mit dem Monster gekämpft hat und dachte mir schon, dass du es bist. Toll, toll, toll. Und ganz lieben Dank. Ich hatte ja solche Angst vor dem Monster. Ich bin noch klein, also habe ich kein Geld, aber du sammelst doch sicher Stallpunkte, oder? Ja, sicherlich. Dann gebe ich dir 2 Stallpunkte, weil du mir so viel geholfen hast. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt kann ich unsere Gäste hier willkommen heißen, ohne mir Sorgen um Monster zu machen. Vielen, vielen Dank. Über das Geräusch irritiert. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. In der Küche wird gerade irgendwas, wird hart gearbeitet offensichtlich. So, was haben wir jetzt hier? Premium. So, du möchtest eine Prämie für deine Stallpunkte, stimmt's? Als Prämie für 5 Punkte erhältst du den Pferdegottstoff. Er scheint gut zur Anfertigung eines Parasegels geeignet zu sein. Ach krass, können wir sogar das dann auch umändern? Das ist ja nice. Wie ich hörte, hat die Färberei von Hateno in Ecluda etwas Neues im Programm. Da geht es wohl um Stoffe. Mhm. Okay. Gut. Dann sind wir erstmal soweit hier durch, ne? Dann holen wir jetzt mal unser Pferd.
Pferd abholen. Nein, das sind sogar die Pferde von... Ah, das ist ja nice. Ja, da würde ich sagen, holen wir einfach mal Epona, ne? gestern, ne, habe ich noch die These aufgestellt, weil er ja dann, also nicht er, sondern ein Kollege in einem anderen Stall, ja meinte, dass er uns ja irgendwie kennen würde und hin und her und bla 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 und hast du nicht gesehen? Und dachte mir so, Moment mal, hat der jetzt quasi, haben die die Stände aus Breath of the Wild jetzt übernommen oder was? Aber wenn dem so ist, umso besser. So. Ich habe keine Ahnung, wohin der Weg jetzt genau führt. Ah, da vorne ist ja Kakariko. Wir müssen mal schauen, dass wir irgendwie hier links mal den Weg anpeilen. Ich wollte schon gerade sagen, ne, wenn wir hier diese Materialsachen haben, dann bist du eigentlich meistens nicht weit weg, ne? So, jetzt vielleicht? Es gibt wahrscheinlich in die andere Richtung, oder? Schade. Jetzt können wir mit ihm nicht mehr sprechen, weil wir jetzt hier Zug gebaut haben. Ne, hier, okay. Komm, lass mal los. Okay. Also es gibt auf jeden Fall mal 20 Rubine, was zu essen. Und den Qualmerling, ja. Sehr schön. Weiter geht es. Der Turm da oben, der lächelt uns ja so schön an, ne? Wenn wir da oben sind, können wir auch gleich mal Ausschau halten nach dem nächsten Stall. So, wie kommen wir da am besten hin? Da hoch? Oder müssen wir klettern? Ja, ich glaube, klettern ist wahrscheinlich eher angebracht. So, Epona. Wir müssen dich mal eben kurz alleine lassen. Turm in der Schlucht von Eldin. Rein in die Hütte. Oh ne, jetzt sag nicht, die Tür ist zu. Oh. Oh. Bist du wegen des Kartografierturms hier? Nö. Die Frage schon, ne? Tut mir leid, hier ist gerade ein ziemliches Durcheinander. Ein riesiges Trümmerstück ist vom Himmel gefallen und hat den Kartografieturm erwischt. Dabei ist die Abdeckung oben auf dem Turm abgerissen. Das heißt, der Turm ist oben einfach offen. Und außerdem lässt sich der Eingang nicht mehr öffnen. Wahrscheinlich würde sich der Eingang öffnen, wenn man die Lesevorrichtung dort drin benutzen würde. Aber man kommt ja nicht rein. Oh, nee. Soll ich jetzt klettern oder soll ich irgendwie von da vorne hier rüber gleiten sonst? Aber das reicht wahrscheinlich von der Ausdauer nicht aus, ne? Moment mal. Noch besser. Wo ist der Stein? Ist das ja da unten? Ja. Yes. Viel, viel besser. So. Das Ganze können wir aber beenden. Thank you.
Hi, Silvius, grüß dich. Ja, schon 6 Herzen. Sind ja schon ein bisschen vorangekommen jetzt, ne? Und wir könnten noch weitere Herzen holen, ne? Oh, genau wie ich es mir dachte. Die Vorrichtung drinnen hat den Eingang geöffnet. Du hast mir wirklich geholfen. Ich bin dir sehr dankbar. Gut, dann ruhe ich mich erstmal ein bisschen aus, bevor ich aufbreche, um meine nächste Aufgabe zu erledigen. Sehr gut. Gut, aber wir müssen jetzt hier den Turm noch entsprechend aktivieren, ne? Achso, ja, hier drauf, ne, klar. Jetzt ab die wilde Fahrt. Okay. So, jetzt müssen wir noch mal schauen, wenn wir schon mal hier oben sind, ne? Der nächste Stall. Müssen wir mal schauen, was ist eigentlich da vorne? Das sollen wahrscheinlich Goronen darstellen. Stall am Wald. Stall am Wald. Ich meine mich zu erinnern. Da vorne ist doch hier. Da unten muss der irgendwo sein. Da unten. Da links ist er doch. Gehen wir einmal. Ich glaube, das müsste der sein. Aber vielleicht können wir eben kurz mal hier abchecken, was hier oben ist. Gar keine Lava mehr auf dem Todesberg. Ja, aber ich frag mich. Also noch habe ich die Gegend nicht komplett abgecheckt. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, es sieht ein bisschen mau aus, ne? Es sieht ein klein wenig mau aus. Warte mal eben. Ah, jetzt. Da fehlen die Goronen, ja. Ja. Das ist alles andere als gut für die Goronen, das stimmt, ja. So. Also. Den Stall, ne? Wo hab ich denn? Ich hab noch gerade markiert. Irgendwo. Da, links ist er doch. Okay. Da gehen wir jetzt mal hin. Und dann will ich mal hoffen, dass das wirklich der Stall am Walde ist. Das muss der eigentlich sein. Und dann müssen wir ja mal schauen nach den Musikern oder was waren's? Damit wir zur Fee kommen. Guck mal hier. Ach, das ist. Hä? Moment mal. Das auch als Motor hier durch. Fahr doch mal Achterbahn. Ja, das machen wir jetzt. Also, wenn wir hier schon so schönes Konstrukt haben, das möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, das Ganze. Sonnenfleckchen. Ach so, okay. Aber Moment mal, jetzt eine Sekunde mal eben. Das machen wir jetzt mal eben ab. Erstmal machen wir es aus. So. Aber was ist das Teil jetzt hier? Das kann. Ich weiß nicht. Ich steck's einfach nochmal drauf. Vielleicht ist es ja irgendwie
eine weitere Batterie oder sowas. Ja. Es sieht danach aus, denn ich habe ja jetzt keine Leiste, ne, die sich gerade leert. Also daher. Ah, das ist eine Truhe. Ja. Ah. Ich habe vorne mal reinhalten sollen. Aber gut. Machen wir es so. Aber ich habe auch vorhin schon Sachen da gesehen. Was ist das denn hier? Wille der Weisen. Überbleibsel der Willenskraft der Weisen aus alten Zeiten. Wenn du viel davon an einer Statue der Göttin darbringst, vertieft sich deine Verbindung zu den Weisen. Alles klar, okay. Aber ich bin vorhin schon wieder ins Schwärmen gekommen. Ich hab's nicht glauben wollen, was ich dann vorhin noch da gesehen habe, ne? Untergrund und alles. Ich, wie gesagt, musste selber gesehen haben. Ich will dir nichts vorwegnehmen, aber ich dachte vorhin, ich werde nicht mehr, als ich das gesehen hatte, ey. Boah, ey. Also was die hier geschaffen haben. Also klar, wir sind immer noch in Hyrule unterwegs, ja, das ist immer noch prinzipiell die gleiche Welt wie vorher. Und dass wir jetzt ja oberhalb unterwegs sind und offensichtlich auch unterhalb, das ist einfach krass. Das ist echt gut. Also manche Crocs sind wirklich 1:1 identisch mit dem Breath of the Wild, echt. Das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Ich habe jetzt halt auch vermehrt diese Crocs, ne, wo der eine auf seinem Rücken liegt, hier auf dem Rucksack liegt und ne, zu seinem Freund möchte. Da habe ich einen richtig geilen Move gemacht. Den habe ich nämlich auf so einen Gleiter gepackt, schön mit einer Rakete dran und super rüber geflogen zu seinem Kumpel. Das sah ziemlich elegant aus, also hier kannst du auch wirklich jeden Quatsch kannst du hier machen. Das ist einfach so unfassbar gut. Ich liebe es. So, also, weiter geht die wilde Fahrt. Aber jetzt sind wir erstmal hier so weit durch, ne? Und ich habe ja vorhin... Man kann ja jederzeit rück... Ja, ja, genau, ja klar, deswegen... Deswegen müssen wir uns da erstmal nicht stressen. Aber ich habe ja vorhin, als ich dann im Untergrund war, die Theorie einfach mal so aufgestellt. Ne? Also jetzt mit Untergrund und hier oben in den Wolken unterwegs zu sein. Also wenn du das Spiel irgendwie entspannt zu 100% durchspielen willst, ne? Also da gehen doch locker, flockig 150 Stunden dafür drauf. Also die These stelle ich jetzt einfach mal auf. Was natürlich gut ist. Also... Hm? Will mich nicht beschweren. Aber da kann man wirklich eine richtig gute Zeit mit dem Spiel haben. So, da vorne ist nochmal der Kaugummi-Automat. Da brauchen wir aber erstmal nichts holen, oder? Also die Taschen sind voll. Dann gibt es vielleicht noch irgendwelche neuen Objekte, die wir nicht haben. Was haben wir denn hier für Schmetterlinge? Ah, jetzt bist du zu weit weg, ne? So. Vielleicht schmeißen wir mal hier ein paar von den Teilen da rein, ne? Gucken wir mal, was wir rausbekommen. Ach, schau mal, siehst du? Das war irgendwas Neues. Ein Hydrant. Ach, wie geil. Dieses Sonobauteil verströmt bei Stoßeinwirkung Wasser. Ach krass, guck mal. Und das ist doch jetzt dieser... Ja, die Ersatzbatterie. Das ist das, was wir eben drauf hatten. Ah, da haben wir auch nochmal ein Rad. Sehr gut. Crocs da unten unterwegs sind, ne? Also... Da kommst du mit 900, kommst du safe nicht hin. Das stimmt. Die Musik auf den Himmelsinseln erinnert mich irgendwie an den ersten Alien-Film. Ich hatte... Wo waren das... War das in einem Schrein? Ich weiß nicht mehr, ob das im Schrein war. Aber diese Anfangsmelodie hat mich irgendwie an die Lindenstraße erinnert. Ich weiß nicht, also wer es kennt. Ganz, ganz verwirrend, ganz verwirrend. Aber die Himmelsinsel in Musik, muss ich nochmal genauer hinhören. Ja. Lindenstraße, man mag es kaum glauben, ne?
Gibt's das eigentlich noch? Ich glaube nicht, ne? Wasserwege. So, jetzt haben wir hier schon so einen vorinstallierten Hydranten. Und natürlich, wenn wir da jetzt Wasser drauf scheppern, ne? Gehe ich doch davon aus, dass jeweils, ja, wieder so ein Stein dann entsprechend kommt, ne? Macht ja Sinn. Ich glaube, die ist schon seit einigen Jahren abgesetzt. Hat sich wohl niemand mehr angeschaut. Ich weiß gar nicht, wie lange gab es das? Das muss ja irgendwie, ich weiß nicht, auch so gefühlt 30 Jahre gegeben haben, oder? Ich kann mich auch nur daran erinnern, weil natürlich meine Oma das früher immer geschaut hat. Und wenn ich dann da bei ihr war, dann lief da die Titelmusik. Und wie gesagt, ich hatte das irgendwie gestern, ich weiß nicht, wo es war, irgendwo habe ich es gehört. Ich dachte so, das hört sich erschreckend ähnlich an. Ich glaube, da war auch schon davon die Rede, dass ja die Lindenstraße irgendwie abgesetzt wurde, kurz davor oder so. Tja. Kommen wir hier von Zelda auf die Lindenstraße, ne? Man mag es kaum glauben. So, jetzt wollte ich aber... Moment mal, ich wollte das Schwert hier haben, ne? Da zimmer ich jetzt da die Lavaschrolle drauf. Und jetzt. Ja. Schönen guten Tag. Okay. Wir sind aber noch nicht durch. So, das sind jetzt die Hydranten, die wir jetzt auch gerade eben aus dem Kaugummi-Automaten bekommen haben. Stell den mal hier hin. So, dann soll er da mal... Okay. Oh, ich glaube, das sollte erstmal reichen. Jetzt hoffen, dass es nicht darunter fällt. Ein Apparat, ey. Ah. Aber es funktioniert. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich habe eine Truhe, habe ich ja eben mitgenommen. Ne? Hieß nicht zufälligerweise noch irgendwo eine. Können wir ja sonst im Anschluss mal prüfen, aber wenn doch, kommen wir irgendwann mal wieder. Schauen. Das war die gelbe Markierung, ne? Dann kann ich doch direkt hier runter. Da unten, ne? Ja. So, dann ab dafür. Der gute Tulin kann uns mal darüber schieben. Mal schauen, ob wir noch auf die Plattform kommen. Ja, wir lassen es vielleicht mal. Ah, hervorragend. Als würden wir den ganzen Tag nichts anderes machen. Ikuzu schreien. Das ist halt krass. Ursprünglicher Plan zu Stall, zwischendurch auch den Himmelsinseln gewesen. Ja, ist, ne? Gestern hatte ich es ja auch gehabt, als ich da zum Stall da bei den Ornis wollte. Einfach auf dem Weg einfach noch drei Höhlen oder so gefunden. Ich dachte mir, ja gut, ich muss da halt irgendwie rein, ne? Also.
Ja, diese Bäume sind so wild, ja. Wir hatten ja gestern auch schon Maronus getroffen. Der so ein bisschen Angst davor den hatte, ne? Komischerweise, also ich kann das vollkommen nachvollziehen. Mir geht's ja ähnlich. Aber du denkst an nichts Schlimmes und auf einmal, ja, bewegen die dich und greifen dich an. Das ist schon sportlich. Achso, Moment. Ja, klar. Ich hätte da eine Idee. Sehr gut. Ich glaube, wir können da stoppen. Hier das gleiche. Ah, das ist Ruhe. Ja, Moment. Wir kommen gleich nochmal wieder. Ah, jetzt kommt er da nicht hoch, ne? Der Dussel. Komm, schnell. Oh, das sah elegant aus. Das, Oh, das Flammenschild, ne? Oh, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn wir gleich gegen die Bäume nochmal irgendwie ankämpfen sollten, ist das wirklich gut. Komm, lass uns mal. So. Nochmal. Okay. So, was hätten wir hier? Ach so, okay. Lass es einmal hochspringen, ne? So, dann kommt es wieder zurück. Schnell drauf. Zack. Ah, das ist super. Das ist super. Was ist denn hier unser Kollege mit seinem Schild? Der muss doch bestimmt auch irgendwo hier stehen. Alles andere würde mich wundern. Stall des Waldes, da ist er doch.